habe ich von der Gebietskrankenkasse und Pensionsversicherung Anstalt einen Brief gekriegt. Trottler, soll ich ihn vorlesen? Soll ich vorlesen? Okay. Da steht drin: Sehr geehrter Herr Oschuschnick, das bin ich. Sie sind 80 Jahre und wenn Sie die 20 Arbeitsjahre voll machen, bekommen Sie von uns die höchste und schönste Auszeichnung. Trottel war ich neugierig, hab ich aber gleich aufgerufen. Zweimal hat geleitet, hat schon eine Frau abgekommen. Eine halbe Stunde hat er geredet. Eine halbe Stunde. Aber dann bin ich grantig geworden. Dann hab ich gesagt, was ist denn da los? Hier spricht der Herr Oschuschnick, mit wem spreche ich? Hat die Frau gesagt, mit Anrufbeantworter. Dann hat sie gesagt, Herr Oschuschnick, wenn Sie die 20 Arbeitsjahre voll machen, bekommen Sie von uns eine 20-jährige Blondine für eine Nacht. Habe ich gesagt, ah, bist du deppert, für eine Minute Genuss noch einmal 20 Jahre arbeiten. Radl, bei uns in St. Paul habe ich jetzt auch so viel zum Schirm. Muss ich euch erzählen, was mir da alles passiert ist. Vor kurzem gehe ich eine ins Elektrogeschäft bei uns. Sage ich, bitte, ich krieg 7 Glühbirnen aber hine. Hat sie gesagt, was wirst du mit dem machen? Habe ich gesagt, ja, eine Dunkelkammer. Ja, dann bin ich weitergefahren bei uns über den Granitzbach um mich. Einen Clasher bin ich mit der Polizeiauto zusammengefahren. Ja, schuld war der Polizist, der Trottel war ja nicht. Dann ist er rausgesprungen und hat er gesagt, Herr Schuschnick, Fahrzeugkontrolle, Alkkontrolle. Bloß eine. Hab ich gesagt, nein, ich bloß da nicht eine. Bloß sofort eine. Nein, ich bloß da nicht eine. Im Namen des Gesetzes bloß eine, was sonst? Hab ich gesagt, was ist sonst? Hat er gesagt, sonst bloß hin, dann bist dein Schein aber los. Dann bin ich weitergefahren und bei uns bei der Schule war gerade das Fenster offen. Dann habe ich gehört, hat der Lehrer gesagt, was kommt denn da außer, wenn man eine Zitrone in die Presse einlegt? Hat das erste Kind gesagt, Zitronensaft, super. Und wenn man einen Apfel reinlegt, Apfelsaft. Dann ist meine kleine Tochter aufgestanden und hat sich gesagt, Herr Lehrer, was kommt denn außer, wenn man eine Nonne reintut? Hat die Lehrerin gesagt, um Gottes Willen, das weiß ich nicht, was kommt denn außer? Hat es Dirnle gesagt, Klosterfrau Melissengeist. Dann bin ich weitergefahren, da haben wir gerade einen Feuerwehreinsatz gehabt, ist die Feuerwehr ausgefahren zu einem Zimmerbrand. Der Feuerwehrkommandant von uns rausgesprungen vom Auto, hat aufgeschaut, oben hat eine alte Frau aber geschrien, Hilfe, rette mich, Hilfe, rette mich. Hat er gesagt, spring aber und beiß die Zähne zusammen. Hat sie gesagt, geht nur, das sind die Nachkästchen. So, dann bin ich von uns, von der Einfahrt St. Paul Richtung Markt eingefahren. War schon ein bisschen finster, Nebel, steht drinnen eine Blondine, so ein kurzes Mini-Kitterle an. Rote Stiefel und die zwei Gaudehigerlern so schön ausgestellt. Dann habe ich gesagt, sind Sie eine? Hat sie gesagt, ja. Habe ich gesagt, kann ich einmal? Hat sie gesagt, ja. Habe ich gesagt, was kostet das? Hat sie gesagt, 100 Euro. Habe ich gesagt, geht 50 auch. Hat sie gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, was kriege ich denn da? Hat sie gesagt, die Pinguinstellung. Hab ich gesagt, wie geht denn die? Hat sie gesagt, komm her, gib mir einen 50er, hab ich einen 50er umgegeben. Dann hat sie gesagt, lass die Hosen runter. Dann hab ich die Hosen runtergelassen. Und dann hab ich gesagt, was muss ich jetzt machen? Dann hat sie gesagt, und jetzt gehst du heim. Lass das!